Nangbayini, was auf Kamara, der lokalen Sprache in Larabanga, so viel heißt wie »Zusammen sind wir eins«. Und was gemeinsam alles möglich ist, beweist der Kapfenberger Verein Nangbayini Larabanga wirklich eindrucksvoll. So ist seit 2017 eine neue Schule gebaut worden. Auch bei der Fortbildung der Lehrer hat der Verein Larabanga unterstützt. Schulmittel sind angeschafft worden und auch den Brunnen hat man saniert. Und angefangen hat alles mit einem sozialen Jahr. Ja, meine Tochter ist vor über 3 Jahren nach Ghana gegangen, als soziales Jahr tituliert, und hat über ein halbes Jahr im Norden von Ghana verbracht und hat dort eine Schule vorgefunden, die eigentlich nicht als Schule deklariert werden kann, und hat gesagt, irgendwie hilft's. Und wir haben geholfen. Und mit der Hilfe für Narabanga ist es noch lange nicht vorbei. Da der Schulbus schon in die Jahre gekommen ist, soll jetzt ein neuer her. Dafür hat Jörg Ruppin seine Räumlichkeiten in Kapfenberg für ein Benefizfest geöffnet. Wir benötigen für diesen Schulbus 12.000 Euro. Das ist uns jetzt, wird uns mit diesem Fest noch final gelingen, dass wir hier diesen Schulbus ausfinanzieren. Ja, und wie gesagt, dank der großartigen Unterstützung jedes Einzelnen, der hier das Fest besucht, aber auch jedes Basel-Spenders, ist das glücklicherweise möglich. Im November werden dann Christian Reis und Jörg Ruppin persönlich nach Larabanga reisen, um dort den neuen Schulbus auszusuchen. Nangbayini, was auf Kamara, der lokalen Sprache in Larabanga, so viel heißt wie »Zusammen sind wir eins«. Und was gemeinsam alles möglich ist, beweist der Kapfenberger Verein Nangbayini Larabanga wirklich eindrucksvoll. So ist seit 2017 eine neue Schule gebaut worden. Auch bei der Fortbildung der Lehrer hat der Verein Larabanga unterstützt. Schulmittel sind angeschafft worden und auch den Brunnen hat man saniert. Und angefangen hat alles mit einem sozialen Jahr. Ja, meine Tochter ist vor über 3 Jahren nach Ghana gegangen, als soziales Jahr tituliert, und hat über ein halbes Jahr im Norden von Ghana verbracht und hat dort eine Schule vorgefunden, die eigentlich nicht als Schule deklariert werden kann, und hat gesagt, irgendwie hilft's. Und wir haben geholfen. Und mit der Hilfe für Narabanga ist es noch lange nicht vorbei. Da der Schulbus schon in die Jahre gekommen ist, soll jetzt ein neuer her. Dafür hat Jörg Ruppin seine Räumlichkeiten in Kapfenberg für ein Benefizfest geöffnet. Wir benötigen für diesen Schulbus 12.000 Euro. Das ist uns jetzt, wird uns mit diesem Fest noch final gelingen, dass wir hier diesen Schulbus ausfinanzieren. Ja, und wie gesagt, dank der großartigen Unterstützung jedes Einzelnen, der hier das Fest besucht, aber auch jedes Basel-Spenders, ist das glücklicherweise möglich. Im November werden dann Christian Reis und Jörg Ruppin persönlich nach Larabanga reisen, um dort den neuen Schulbus auszusuchen. Nangbayini, was auf Kamara, der lokalen Sprache in Larabanga, so viel heißt wie »Zusammen sind wir eins«. Und was gemeinsam alles möglich ist, beweist der Kapfenberger Verein Nangbayini Larabanga wirklich eindrucksvoll. So ist seit 2017 eine neue Schule gebaut worden. Auch bei der Fortbildung der Lehrer hat der Verein Larabanga unterstützt. Schulmittel sind angeschafft worden und auch den Brunnen hat man saniert. Und angefangen hat alles mit einem sozialen Jahr. Ja, meine Tochter ist vor über 3 Jahren nach Ghana gegangen, als soziales Jahr tituliert. Und hat über ein halbes Jahr im Norden von Ghana verbracht und hat dort eine Schule vorgefunden, die eigentlich nicht als Schule deklariert werden kann, und hat gesagt, irgendwie hilft's. Und wir haben geholfen. Und mit der Hilfe für Narabanga ist es noch lange nicht vorbei. Da der Schulbus schon in die Jahre gekommen ist, soll jetzt ein neuer her. Dafür hat Jörg Ruppin seine Räumlichkeiten in Kapfenberg für ein Benefizfest geöffnet. Wir benötigen für diesen Schulbus 12.000 Euro. Das ist uns jetzt, wird uns mit diesem Fest noch final gelingen, dass wir hier diesen Schulbus ausfinanzieren. Ja, und wie gesagt, dank der großartigen Unterstützung jedes Einzelnen, der hier das Fest besucht, aber auch jedes Basel-Spenders, ist das glücklicherweise möglich. Im November werden dann Christian Reis und Jörg Ruppin persönlich nach Larabanga reisen, um dort den neuen Schulbus auszusuchen.